Das ist Hanne Schott. Hanne Schott ist Pfarrer. Und das ist Hanne Schott. Hanne Schott ist Kabarettist. Geht das zusammen? Ist der Glaube eine zu ernste Angelegenheit, als dass man damit locker und lustig umgehen kann? Wenn er nicht auf der Kanzel in Bayreuth predigt, steht er bayernweit auf der Bühne und spielt etwa den genervten Busfahrer beim Gemeindeausflug. So, liebe Freunde, bitte alle anschnallen, geh, sonst pappt der Pfarrer an der Windschutzscheibe. Ja. Da hilft auch kein Christophorus. Auch ansonsten ist er sehr umtriebig. Für die Kirchenvorstandswahlen schlüpft er in ein, Achtung, Flachwitz, Wahlkostüm. Ich mache nämlich Werbung für die Kirchenvorstandswahl in Bayern. Sind Sie evangelisch? Nein. Sind Sie katholisch? Ja. Sollen wir das ändern? Nein. Ja, Sie wollen evangelisch werden? Vielleicht. Ach, da reden wir noch mal drüber, ja? Und statt strengem Bußgottesdienst heißt es bei ihm Busgottesdienst mit improvisierter Orgel und großem Andrang. Humor und Religion widersprechen sich für ihn nicht. Im Gegenteil, sie können sich gegenseitig unterstützen. Im Glauben und im Humor geht es ja ums Gleiche, geht es um Erlösung. Und wenn Menschen lachen, dann sehe ich da erlöste Gesichter. Vielleicht auch diese Hofnarrenrolle als Kirche annehmen, das wäre ja auch ganz gut. Der Hofnarr hat auch immer so irgendwie die schwierigen Sachen angezeigt in der Welt und in der Gesellschaft. Und das könnte die Kirche auch machen, mit Humor. Doch der heilige Hofnarr kämpft nicht allein an der Humorfront. Er ist Mitglied im Weißblauen Bäffchen. Eine Kabarettgruppe aus Pastoren, die es seit 1976 gibt, mittlerweile in der dritten Generation. Wo stehen Sie lieber? Auf der Kanzel oder auf der Bühne? Das kann man nicht sagen. Das ist tatsächlich beides schön. Jetzt verrate ich Ihnen mal ein Geheimnis. Jeder Pfarrer, jede Pfarrerin ist eine kleine Rampensau. Und wir dürfen das halt in unserem Hobby noch ein wenig mehr ausleben. Vor ausverkauften Sälen ist das Publikum begeistert, wenn sie den Alltag der Pfarrgemeinde überspitzen. Und vielleicht lässt er sich mit einer gewissen Leichtigkeit auch besser ertragen. Geburtstagsbesuch. Geh hier und sag, grüß Gott. Ich tät gern der Frau Huber zum Geburtstag gratulieren. Darf ich nimmer? Könnt ja auch noch drin hocken, der nicht weiß, dass es die Frau Huber ist. Darf ich nicht Frau Huber sagen? Darf ich nicht sagen, ich gratuliere zum Geburtstag? Könnt ihr, dass einer drin hockt, der nicht weiß, dass die Geburtstag hat? Grüß Gott, auch schwierig. Könnt einer davon schließen, dass die Frau Huber christlich ist? Also, was mache ich? Ich gehe hier, klingel und sage, guten Tag, hier ist ein Mensch, der am anderen Menschen, welcher irgendwas die Hände schütteln will. Das ist datenschutzmäßig korrekt, aber mich lässt keine Sau mehr rein. Auch den Gemeindemitgliedern wird ein Spiegel vorgehalten, wenn es etwa um das Reformprogramm der Landeskirche geht. So manche Schäfchen scheinen sich arg gegen jegliche Veränderung zu sträuben. Tragödie oder Komödie? Das Pfarrhaus ganz einsam, das Licht ist aus, die Kanzel verwaist, es ist ein Kraus. Die Themen Kirchenaustritte und Pastorenmangel gehen natürlich auch am Bäffchen nicht spurlos vorbei. Sind Ihre Sketche auch eine Form von Galgenhumor? Klar, das. Also. Ich glaube schon. Also, wir schwimmen schon zum Teil auf einer Scholle und wissen das auch. Und wir werden immer weniger. Und wenn wir jetzt den Humor verlieren, wird es echt bitter. Die Realität holt uns schon auch oft ein. Sagst du doch oft. Naja, aber trotzdem. Also, es ist so, dass wir natürlich auch als Kirchenkabarett eine missionarische Botschaft haben. Also, wir zeigen, was Kirche auch sein kann. Also, und da sitzen auch nicht nur evangelische und katholische Leute bei uns im Publikum, da sitzen auch konfessionslose Leute drin. Und die erleben dann Kirche mal ganz anders. Und das ist ja was, wo die Leute dann sagen: Ach, so kann Kirche auch sein. Das schauen wir jetzt am Sonntag auch mal im Gottesdienst an. Humor und Kirche passen also recht gut zusammen. Das Lachen lässt schwierige Situationen einfacher ertragen, kann Hoffnung geben und sogar missionarisch wirken. Etwa wenn sich einer der Emmaus-Jünger als Urahn Howard Carpendales herausstellt. Hello again. Ich komm gerade vom Auferstehen. Darf ich mit euch spazieren gehen? Viel zu lang war die Zeit.